Willkommen zurück zu Professor Plays Dead Cells. Das letzte Mal haben wir es ja urweit geschafft, nämlich genau einen Raum weit. Also da unten. Das wirst du leiden, ne? Ah, vielleicht sehe ich das. Falls das Schaden macht. Ich glaube, durchrollen kann ich noch nicht, oder? Doch, kann ich, ja. Hello, I just arrived. I'm the doctor. Yeah. Aspects. New boss tales. Ich muss einmal irgendwas schaffen. Und ich glaube, ich muss den Sound dann noch leiser drehen. Gibt es irgendwelche Spiele, die nicht viel zu laut sind? Wenn ich nicht weiß, wie ich invisible sein kann. Also man merkt, wir sind 15% Volume. Was war's noch einmal? Hat der Dodge-Button. Was passiert hier? Aha. Ah, zeigt, dass wir noch nicht unlocked haben. Gut. Ja. Okay. Yes. So gefällt mir das. Unten, fuck. Fürchterlich zwei von denen in der Konfiguration. Das habe ich so gerne. Da ist Stuff, wo ich offensichtlich noch nicht hinkomme. Free shit. Nehmen wir das einmal. Tut es mir selber weh? Na. Ice Grenade, Tonic, Senior Slice, gut. Ja, es ist gleich eine ziemlich einfache Wahl. Thank you.
Scratch the wall. Alle tot. Passt. Doch den Fire Damage nehmen soll. Alright, moving. All meine Waffen, Brutality. Der Bug hat Bugs, hahaha. Jetzt sehen wir dasselbe Weg wieder. Her, das war schon halbwegs kompetent. Was das macht, habe ich keine Ahnung, aber. Dodgen müsste ich nur irgendwann einmal lernen. Dodgen, das war die andere Taste. Das Spiel hat für meinen Geschmack, ich weiß nicht, eine Taste zu viel. Oh, hallo. Ist das Dave? Dass das runterfallen muss, ich weiß jetzt, ist das Stage Design. Ist das irgendein Safe Point, der relevant ist? Ah, weil ich so langsam war, sind diese Türen so. That guy looks promising. Ah, okay.
Nämlich jetzt Teil seines Pushen verbraucht, oder? Teil nicht mal alles. Do not break that, Ah. What? If she won time, time were not cursed. Funny, they look like me. Huh? Ah, okay. I made it one stage further. This is our Arschlöcher. Shit, das war ich abgelenkt von dem einen und vom anderen und... Ich habe verstanden, wie Abzüge funktionieren, Leute. Das sind diese Sales. Da war ich vielleicht. Oh oh. Ups, Maul, alle von euch. And they burn, 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 enemies on fire. Ich möchte es nicht gloten, aber ich habe das überlebt.
Wuppa-Wuppen. Greed Shield. Firebrands and 41 DPS, 66 DPS. Macht das jetzt hauptsächlich deshalb? Weil. Power, was, wo? Wie? Wo? Was? Weil ich natürlich Geld sparen kann, das ich vermutlich nie ausgeben werde. Was war da drüben? Ah, da war noch das Nocken, okay. Ich kann natürlich Geld sparen, das ich nie ausgeben werde, oder es jetzt verwenden für Upgrades. Ihr kennt mich ja als großen Fan von Hit Points. Komm ich da wieder hoch vielleicht? Da war ich ja noch gar nicht nass. Someone's groaning on the other side. Hello! Schon schlimm im Gefängnis. Es würde mich nicht wundern, wenn, wenn deine 50% Chance ist, dass eine Bombe rausfliegt oder irgend sowas. Das ist ein Cheat, wenn man alles schafft und alle drei Keys hat. Das erinnert mich sehr an Slay the Spire. Warum kommt die Ranke, wenn ich mich oben hinstelle? Hä? Es hat schon viel besser funktioniert. I have an artifact, which is... Ah, jetzt habe ich das erledigt, okay. Game Design, ich höre dich drapsen. Ja.
langsomt blødt. Ah ja, also auch wieder sicher so ein Spiel, das erhebliche Mengen an Glück kriegt. Man sieht, ob man eine gescheite Waffe. Hier brauche ich offensichtlich noch etwas, das mich Walljumpen lässt oder so. Weil ich spiele mir bisher noch nicht gesagt, dass ich Walljumpen könnte. Behagt mir so nicht wirklich. Starte! King of the Island! That looks like a long time until I can open that. Back of music. Ja, wenn man nicht weiß, was man da zu tun hat. Spikeboarding, wirklich. Putting the dead in dead cells. Ah, wasted. Aber es hat gut angefangen. Hey, wir haben 25 Minuten durchgehalten hier. Ja.
Hm? Ah ja. Bitte, aber wir haben immerhin. Zwei Blueprints gerettet. Und. Ach, man kann die Tür noch öffnen. Ja. Also ich habe immerhin zwei Blueprints gerettet und Basic Upgrades geholt. Aber dafür lasse ich's. Ich werde dieses Spiel auch sicher nicht nur Let's Playen und vielleicht offline ein bisschen grinden. Es wird mich dann halbwegs ready zu sein, wenn der Castlevania Content kommt. Wir werden sehen. Aber bis dahin sage ich danke fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es heißt Professor Plays Dead Cells. Bis bald.